So, dann herzlich willkommen zurück zum Live-Trading TV von JFD Brokers. Heute hatten wir ja einen volatilen Handelstag und es liefen ja zudem zwei bzw. drei oder vier Setups. Kommen wir zunächst zum DAX. Hier in der Stundenchart habe ich dieses Setup gestern halt vorgeschlagen, dass eben ab dem Zeitpunkt, wo die Trendlinie unterbrochen wird, eine größere Abwärtsbewegung eintreten könnte. Hier stand es eben auf der Kippe heute früh und im Prinzip das bessere Setup wäre jetzt natürlich gewesen, unter diesem Low von 10.807, also auf Xetra, eine Stop-Sell-Marke zu nehmen und eben dann diese Abwärtsbewegung zu traden. Was ich, als die Abwärtsbewegung noch voll vonstatten ging, habe ich eben auf dem 4-Stunden-Chart zurückgeschalten und da eben erwähnt, dass eben an dieser 10.740er Marke etwa eine horizontale Unterstützung liegt und eben knapp drüber wieder der EMA 38, der immer wieder auch im 4-Stunden-Chart seine Bedeutung hat. Hier ging es jetzt, ich nehme mal kurz den Pfad raus, dann sieht man das besser. Hier ging es eben kurzzeitig darunter, aber es wurde kein Kurs unter diesem EMA 38 eben festgestellt. Die nächste Stundenkerze hat nochmal den EMA 38 getestet und eben aktuell stehen wir bei 10.842. So, das ist jetzt erstmal die Nachbetrachtung. Jetzt schalten wir eben auf die untere Zeitebene von den 5 Minuten, um da irgendwo festzustellen, wo es einen guten Ausstieg gegeben hätte, den man auch jetzt im Nachhinein sieht man natürlich die Ausstiege besser, aber auch hier war jetzt eben eindeutig zu sehen, dass hier sich der Kurs erstmal auch in dem 5-Minuten-Chart am EMA 10 entlang gehangelt hat und eben hier ein minimal tieferes Tief ausgebildet hat. Und dieses Tief wurde eben nicht bestätigt, sondern mit einer Hammerkerze von den Bullen gekontert. Und jetzt natürlich im Nachhinein sieht man eben extrem, hier wäre eben natürlich dann der perfekte Ausstieg gewesen. Der Ausstieg nach Markttechnik oder nach auch Elliott-Wellentheorie wäre eben dann hier möglich gewesen im 5-Minuten-Chart über das Hoch von 10.075. Ab dann lief jetzt eben eine neue Welle, die eben bis zur Gap-Kante geht. Schalten wir nochmal zurück zum Stundenchart und hier wird es jetzt ja bis zur Eröffnung wahrscheinlich leicht seitwärts gehen und eben mit dem US-Markt eben nochmal das Tief ansteuern können oder eben, deswegen mache ich jetzt den US-Markt auf. Beim US-Markt gibt es nämlich auch eine Marke, hier sind wir im Dow Jones im 30-Minuten-Chart unterwegs. Das war schon seit geraumer Zeit eine wichtige Marke. Die wurde zunächst erstmal nicht unterschritten und dann mit diesem Signal, was eben auch ein Setup dargestellt hat, eben aktiviert und jedes Mal angelaufen und eben noch nicht überschritten. Deswegen heißt, solange der Dow Jones dieses Level von 17.770 etwa nicht überschritten hat, kann man noch, sage ich mal, der Bär auf fallende Kurse setzen. Sollte dieses Level eben überschritten werden, sieht es nicht mehr ganz so gut aus. Also für die Bären, für die Bullen dementsprechend besser. Obwohl man natürlich nicht gleichzeitig sagen kann, hier ab dann starten eine komplett neue Aufwärtsbewegung, aber eine andere Welle. Im Nasdaq, es ist eben hier die Marke von 4.662
beziehungsweise 65 wichtig. Ich schalte hier nochmal schnell auch auf den Future beziehungsweise auf die JFD-Kurse. Und sieht man, wo der Kurs aktuell steht. Das Setup war eben so eingezeichnet mit dem Bruch auf Stundenbasis dieser Marke. Sollte eine dreiwellige Abwärtsbewegung stattfinden. Sollte aber eigentlich, zuerst war der Pfeil hier unten. Jedenfalls, die Richtung hat hier gestimmt. Es gab wieder einen Pullback an die Ausbruchsmarke bzw. die Gap-Kante hin. Und ab hier ist er eben wieder deutlich abwärts gefallen. Und hier ist eben jetzt eben auch die alles entscheidende Marke für fallende bzw. steigende Kurse, ist eben hier die 4.665. Alles, was jetzt hier drunter ist, kann im US-Markt eben noch zu dem Kursziel, kurzfristigen Kursziel von 4.565 führen. Wieso der DAX so stark ist, das liegt an dem schwachen Euro. Der hat ein neues Verlaufstief gemacht. Das eine Setup, was am 2. November, 3. November eingezeichnet worden ist, ist nicht aktiviert worden. Ab dem Zeitpunkt, wo die Vorsicht-Long-Marke unterschritten worden ist, ist eine neue dynamische Abwärtsbewegung gestartet. Und aktuell stehen wir bei 1,07. Also hier hat eben der Euro wieder deutlich abgegeben, was für den DAX eben gut ist. So, dann schauen wir noch kurz zu dem letzten Setup, was nicht so gut lief. Hier war definitiv die Marke von 155,70 anvisiert worden, hier ein Verkaufslimit zu setzen. Und hier hätte der Kurs eben nicht über den EMA38 im Stundenchart drüber gehen sollen. Lief dann noch an dieses Widerstandsband ran und der Maximalkurs, wo das bärische Szenario nicht mehr aufrecht zu halten wäre, wäre die 165,50er Marke. Und wenn man jetzt hier auch kurzfristig sollte, oder beziehungsweise eigentlich für das Setup wäre eigentlich auch diese Marke von 165,20 sollte nicht mehr überschritten werden. Hier muss man halt die Welle, das wäre hier die erste Welle hier, die zweite Korrekturwelle hier jetzt hier oben und ab. Dann sollte jetzt nochmal eben ein deutliches Verlaufstief folgen. Das wär's. Ich wünsche allen gute Trades und bis morgen. Danke fürs Zuhören.